Möchtest du mein zweiter Haushalt sein heute Abend? Aber natürlich, liebe Elia. Willkommen bei unserem Jahresausklang 2020. Willkommen auf der Showbühne von Unboxing Wikipedia. Wir haben uns ein paar Sachen für euch ausgedacht. Ja, das Jahr ist, glaube ich, für die meisten nicht ganz so gut gelaufen dieses Jahr. Phasenweise sogar richtig scheiße. Aber wir haben tatsächlich auch so ein paar schöne Sachen aus dem Wikipedia-Jahr rausgraben können. Also nehmt euch ein bisschen Zeit, lehnt euch zurück und genießt den Abend. Prosit Neujahr. Neujahr 2020. Ein ordentliches neues Jahr beginnt normalerweise mit der Neujahrsansprache eines Staatsoberhaupts oder mit einem ordentlichen Neujahrskonzert aus Wien. Wir haben hier eine Mischung aus beiden für euch. Prost. Prost. Lieber Achim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein herzliches Servus aus der österreichischen Bundeshauptstadt Wien. Ich befinde mich hier im Innenhof der Wiener Hofburg. Mein Name ist Thomas Planinger. Ich bin 30 Jahre alt und seit 16 Jahren Wikipedia-Autor. Das Jahr 2020 war sehr herausfordernd für uns alle, in jeglicher Hinsicht. Mehrere große Ereignisse haben dieses Jahr geprägt und für uns alle ziemlich schwierig gemacht. Offline, aber auch online. In der Wikipedia hat sich einiges getan. Gerade in Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, dass es eine Internetseite gibt, ein Nachschlagewerk, auf dessen Informationen und auf dessen Inhalte man sich verlassen kann. Wir Wikipedianerinnen und Wikipedianer tragen diese Verantwortung. Wir Wikipedianerinnen und Wikipedianer sind gerade in diesem Jahr sehr gefordert und werden das auch im Jahr 2021 weiterhin sein. Für das Jahr 2021 wünsche ich mir als stellvertretender Vorsitzender von Wikimedia Österreich, dass wir unsere Veranstaltungen im Jahr 2021 wieder vermehrt offline abhalten können. Wir freuen uns darauf, wieder große internationale Konferenzen wie die Wikicon oder die Wikimania besuchen zu können. Wir freuen uns darauf, unsere Mitautorinnen und Mitautoren in der Wikipedia wieder persönlich treffen zu können, Hände schütteln zu können, Gespräche führen zu können, face to face, ganz offline. Sehr untypisch für Wikipedia, das Online-Lexikon. Aber auch wir freuen uns auf den Offline-Austausch und natürlich darauf, für unsere Leserinnen und Leser auch im Jahr 2021 verlässliche Informationen bereitstellen zu können. Alles Gute! Bleibt gesund und schöne Grüße aus Wien. Ja, also, dann sind wir mal im Januar. Ne? Das Jahr fängt ja eigentlich ganz gut an, so wie jedes Jahr. Leserinteresse bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Genau. Das sind so die am meisten aufgerufenen Artikel, sind zu den Teilnehmern. Und was gab es sonst im Januar? Was gab es sonst im Januar? Was gab es bei Wikipedia? Bei Wikipedia gab es was ganz Großartiges, denn einer unserer Autoren und einer der engagiertesten Community-Mitglieder aus Hannover, der Bernd Schwabe, hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und das trieb uns allen mir jetzt immer noch so ein bisschen die Gänsehaut auf den Rücken. Wir sind zwar auch nicht ganz unausgezeichnet hier in Köln, aber was ist schon der Ehrenamtspreis gegen das Bundesverdienstkreuz? Ja, Bernd, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Ich habe mir deine Rede angehört und auch da kamen mir fast die Tränen. Ich zitiere mal ganz kurz. Fast täglich werden Zusammenhänge sichtbar, die so noch nie gesehen wurden, selbst von den Historikern und Denkmalschützern nicht. Neue Erkenntnisse, manchmal tanze ich vor Freude vor neuen Erkenntnissen. Wunderbar. Ist das nicht schön? Die Schätze stürzen so auf mich zu, ich kann sie gar nicht so schnell fangen. Bernd, es war schön zu sehen, wie du dich gefreut hast und wir haben uns mit dir gefreut. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, und schon sind wir im Februar 2020. Der Februar steht traditionell nicht nur bei Wikipedia im Zeichen des Films. Zunächst mal gibt es die Oscar-Verleihung. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit Wikipedia zu tun? Also es gibt eigentlich traditionell immer so eine Art Oscar-Marathon in der Wikipedia. Da geht es darum, dass sich ein paar Autorinnen und Autorinnen darauf stürzen, welche Artikel zu Filmschaffenden, zu Schauspielern, Schauspielerinnen,
zu Drehbuchautorinnen und anderen Filmschaffenden fehlen uns eigentlich noch. Da gibt es noch riesige Lücken aus den letzten Jahren. Wer sind die Neunominierten und so weiter? Und versuchen da die Bestände aufzubauen. Das nennt sich dann Oscar-Marathon und wird schön verglichen auch mit den Wikipedias in anderen Sprachen. Und dann wird natürlich so wettbewerbsmäßig drauf geschaut, wer hat die meisten Artikel in der Oscar-Nacht zu den ausgezeichneten Personen. Ja, und direkt nach dem Oscar kam dann die Berlinale. Richtig, ich sag ja, der Februar steht im Zeichen des Films. Die Berlinale hat eine besondere Veranstaltung. Abgesehen davon, dass ganz normal Artikel geschrieben werden, gibt es in Berlin von einem Art and Feminism Editathon mit Leserettin. Hallo, ich bin Leserettin. Unter diesem Namen bin ich seit 2014 in der Wikipedia aktiv. Im steigenden Ausmaß. Ursprünglich wollte ich Artikel im Bereich Frauentechnik schreiben. Ich bin Maschinenbauingenieurin, daher interessiert mich das besonders. Das hat sich inzwischen gewandelt zu Artikeln im Bereich Frauenbewegung. Ich sitze gerade in meinem Arbeitszimmer, aber das könnt ihr nicht sehen. Als Hintergrund habe ich das Banner von Femnetz 2021 gewählt. Dazu sage ich später mehr. Und ich sitze hier maskiert, denn Anonymität ist schließlich in der Wikipedia sehr wichtig. Für mich überraschend war das Jahr 2020 in Bezug auf Wikipedia ein sehr gutes Jahr. In diesem Jahr haben wir nämlich einen Quantensprung erlebt im Hinblick auf die Vernetzung der Wikipedianerinnen und Wikipedianer, die sich für Gender-Themen interessieren. Das hat erstmal mit dem Berlinale Editathon im Februar begonnen. Mehrere Dutzend Wikipedianerinnen kamen dabei zusammen, erfahrene und neue. Wir haben zusammen mehr als 100 Artikel zu Berlinale-Filmen von Frauen und zu weiblichen Filmschaffenden erstellt. Aber nicht nur als Schreibwerkstatt war der Editathon ein Erfolg. Wir redeten über unsere Erfahrungen der Wikipedia, gaben uns gegenseitig Ratschläge und formulierten unsere Wünsche und Bedürfnisse. Wir haben ganz konkret erlebt, wie notwendig und auch wie hilfreich die Vernetzung von Wikipedianerinnen und Wikipedianern ist, die sich für Gender-Themen interessieren. Wir haben sofort geplant, die Vernetzung mit einem weiteren Treffen im Herbst zu vertiefen. Da hat uns Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber Corona hat auch Möglichkeiten eröffnet. Einfach indem alle Erfahrungen mit Videokonferenzen gesammelt haben. Es ist nur nichts Ungewöhnliches mehr, zu einem Online-Treffen einzuladen. Das hat uns erlaubt, die Workshop-Reihe 60 Minuten ins Leben zu rufen. Die Reihe wird von Iva Berlin, Mushushu und mir organisiert. Inhaltlich geht es bei dieser Reihe um Gender und Diversity in der Wikipedia. Wir haben diskutiert. Verlinkungen zwischen Wikipedia-Artikeln, überholte Formulierungen wie sie gebar ihm viele Kinder, den Relevanzblues, der viele WikipedianerInnen und Wikipedianer befällt und auch Online-Harassment. Bei den bisher 5 Terminen haben jeweils 10 und mehr Leute teilgenommen. Den direkten Austausch erlebe ich persönlich als große Bereicherung. Im neuen Jahr machen wir auf jeden Fall weiter. Auch das geplante Vernetzungstreffen haben wir weiter vorangetrieben. Wir, das sind 8 Wikipedianerinnen aus Deutschland, Österreich und Schweiz, treffen sich seit Monaten regelmäßig online, um ein Netzwerktreffen zu feministischen Themen vorzubereiten. Dachweit, das heißt für WikipedianerInnen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Ursprünglich sollte das Treffen in Konstanz stattfinden. Das geht nun leider auch nicht. Stattdessen führen wir es online durch. Femnetz 2021 vom 29. bis 31. Januar. Meldet euch an, das wird wirklich gut. Vielen Dank. Die Filmnächte sind vorbei. Der März steht immer noch im Zeichen der Frau. Denn am 8. März ist der Internationale Frauentag und da gab es bei uns hier im Lokal K das große Finale der 100 Women Days oder Wiki Women Days. Wir sind uns immer noch nicht ganz sicher, wie wir das genannt haben damals.
Der Hashtag wird einfach immer länger. Weißt du noch, wie das war, Achim, als wir hier im Lokal eine richtige, echte Offline-Veranstaltung hatten? Naja, zum einen war es natürlich so, dass wir vorher im Januar, im Februar, im Dezember eigentlich schon richtig viele Artikel geschrieben haben. Eigentlich wollten wir einen Artikel pro Tag schreiben, 100 Tage lang. In der Gruppe, richtig. Am Ende hatten wir fast 600 Artikel am letzten Tag und wir hatten hier am letzten Tag, am letzten Wochenende haben wir hier einen Editathon gemacht. Wir haben uns also hier tatsächlich getroffen im Lokal K. 8. März 2020. Mit mehreren Leuten. Also mehr als zwei aus mehr als zwei Haushalten, definitiv. Damals hat aber mit Risikokonzept und ich glaube, dein Artikel damals war über eine Frau ohne Unterleib, wenn ich mich recht erinnere. Genau, das war, glaube ich, Antonia Matt. Ich erinnere mich jetzt, ja, super, hast mich wieder super überrascht, aber ich weiß noch, wie er hieß. Das war Antonia Matt, die Dame ohne Unterleib, die ein sensationell eigenständiges Leben geführt hat, indem sie eben das getan hat, was sie getan hat, nämlich im Zirkus aufgetreten und im Theater. Und das war ein sehr spannender Artikel. Aber hier ist auch noch andere Sachen entstanden. Nette Kontakte. Es kamen ein paar Leute aus anderen Frauen-Engagement-Gruppen. Und das war richtig schön. Und es war vor allen Dingen auch international. Also ja. Wir hatten hier tatsächlich Leute aus Amerika, ich glaube aus Schweden eine Frau dabei. Eine Frau aus der Ukraine. Also es war tatsächlich ein sehr spannender letzter Editathon im Lokal K vor dem März. Vor dem März, vor dem 16. März, wo hier die Schotten dicht gegangen sind. Ein paar Tage später sind hier die Türen zugegangen und nicht nur hier, sondern ziemlich, an ziemlich vielen Orten. Alles, was nicht nötig war, wurde zugemacht. Corona, klar, ne? Brauchen wir nicht erzählen. Was war aber in Wikipedia so speziell mit Corona? Also was mir aufgefallen ist, es sind wahnsinnig viele Fotos geschossen worden und Medien erstellt worden. Zu den Artikeln kommt gleich noch was. Aber ich habe mal nachgeschaut, also mir scheint, dass 2020 insgesamt mehr Fotos und Medien erstellt worden sind auf Wikimedia Commons als in 2019. Also ist natürlich so ein Mitte-Dezember-Stand, aber ich glaube, das stimmt. Und allein in dieser ganzen Covid-19-Kategorie befinden sich inzwischen über 140.000 Medien, Fotos, Filme, Grafiken. Das hat mich echt ein bisschen umgehauen, als ich das gesehen habe. Das ist etwas Positives, was man aus der ganzen Geschichte rausziehen kann. Und wie das aussieht, zeigen wir euch jetzt. Hallo, ich bin die Christel. Ich melde mich hier von meinem Balkon in München, Obermenzing. Auf der Wikipedia kennt man mich besser als Krizolina. Ich bin dort hauptsächlich auf der deutschsprachigen Wikipedia unterwegs, aber auch auf Wikimedia Commons, sogar immer mehr auf Wikimedia Commons, also dem Projekt, wo man Fotos hochladen kann, treibe mich aber auch immer mal wieder auf anderssprachigen Wikipedien herum. Ich bin
außerdem auch fest angestellt bei der Wikimedia Foundation, der Stiftung, die die Server für die Wikipedia betreibt und drumherum einiges an Serviceleistungen für die freiwilligen Community bietet. Freiwillig bin ich seit 2014 in den Projekten tätig, fest angestellt bin ich seit 2017. 2020 war für uns alle ja ein sehr besonderes Jahr und nicht unbedingt das Beste in vieler Hinsicht. Wie die Wikimedia-Community damit umgegangen ist, mit dem Thema Covid-19 meine ich hier natürlich, Corona, das finde ich eines der Highlights des letzten Jahres. Ich war von Anfang an schwer beeindruckt, wie schnell zuverlässige Informationen zunächst auf den Hauptsprachen, also Englisch und für uns natürlich auch ganz wichtig die deutschsprachige Wikipedia, Französisch, Spanisch, da war. Aber auch ganz schnell gab es Artikel wirklich in fast allen Sprachen. Also es gibt ja weit über 300 Sprachversionen mittlerweile. Und Grundsatzartikel zu Covid-19 gab es tatsächlich sehr, sehr schnell in unheimlich vielen Sprachen. Die waren alle zuverlässig. Es hat ganz vielen Menschen rund um die Welt die Möglichkeit gegeben, sich bei all der Falschinformation, all der Verunsicherung, all den Verschwörungstheorien, die unterwegs waren, aus einer Quelle immer wieder zu informieren, faktische Dinge zu erfahren. Und soweit ich weiß, haben das ja nicht nur Privatmenschen gemacht, sondern auch Behörden, zum Teil sogar Regierungen. Da gab es ja erst vor kurzem von der englischen Regierung auch quasi die Anerkenntnis, dass sie zum Teil zumindest Entscheidungen gefällt haben auf der Grundlage von Informationen, die sie aus Wikipedia-Artikeln gezogen haben. Also das fand ich eine ganz enorme Leistung, wie die Community sich da auch vernetzt hat, wie Fakten untereinander weitergegeben wurden, Quellen weitergegeben wurden und wie man insgesamt darauf geschaut hat, dass die Informationen rund um das Thema Covid-19 aktuell und zuverlässig korrekt blieben. Wir haben da ja auch mit der World Health Organization zum Beispiel dann eine Zusammenarbeit geschafft und von denen Bildinformationen, also deren, deren Plakate, deren Informationsflyer durften wir auf Wikimedia Commons hochladen. Solche Dinge, das freut mich immer wieder, wenn die Wikipedia mit ihrer Zuverlässigkeit ganz viele Stellen erreicht. Das hängt für mich jetzt ganz eng auch mit meinem Wunsch für nächstes Jahr zusammen. Ich möchte, dass das so bleibt, dass die Wikipedia so eine zuverlässige Quelle ist, wo Menschen immer wieder auch nachschauen können, nicht nur die Information, sondern auch wo sie herkommt, auch nachverfolgen können auf den Diskussionsseiten, was wird warum im Artikel zum Beispiel wieder rausgenommen, was wird warum hinzugefügt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber ich hoffe auch noch, dass es das, was dieses Jahr ausgefallen ist, was mir dieses Jahr so sehr gefehlt hat, nächstes Jahr wieder gibt, nämlich die Treffen von Wikimedianern, Wikimedianerinnen untereinander, persönlich, dass wir miteinander ratschen können, miteinander feiern können, aber auch miteinander an den Artikeln und an den anderen Medien, die wir gestalten, arbeiten können. Ich hoffe, dass das 2021 wieder möglich wird. Euch allen alles Gute für 2021. Ja, danke, liebe Krezulina. Wir sind schon im April. Der April ist dann gleich viel positiver wieder, weil Wikipedianer denken sich Sachen aus, die anderen Freude machen oder auch sich selber, ne, womit man gut über die Zeit kommt. Zum Beispiel gab es im April gleich was zu feiern, denn das Wikileum feierte Wikileum, kann man fast sagen. Der Wolfgang Rieger, einer unserer Autoren, hat vor 5 Jahren das erste Mal damit begonnen, langjährige Mitstreiterinnen und Mitstreiter in Wikipedia auszuzeichnen mit dem sogenannten Wikileum. Da gibt es dann auch so eine Medaille. Ich glaube, wir haben schon mal was gemacht in Unboxing über, wie belohnen wir uns, wie loben wir uns. Und das ist eine dieser Kampagnen, die jetzt auch schon wieder 5 Jahre, im nächsten Jahr 6 Jahre alt sein wird. Das war im April. Aber es geht im April natürlich auch scharf auf Ostern zu.
Ja, und da kommen wir nämlich auf eine ganz besondere Idee, die ein paar Leute hatten, und zwar einen sogenannten Eierbecher-Wettbewerb. Das heißt, Eierbecher-Fotowettbewerb. Eierbecher-Fotowettbewerb. Es ging darum, möglichst tolle, möglichst viele Fotos von Eierbechern und Eiern in Eierbechern zu machen und dieses quasi dieses Osterfest einzuleiten über diese Aktion. Der Auslöser war übrigens ein Artikel über einen klassischen DDR-Eierbecher, über dieses Huhn aus der DDR. Lass mich raten, wer den wohl geschrieben haben könnte. Apropos. Genau, wir sind dann gleichzeitig beim Eierlikör, den wir eigentlich normalerweise traditionell, beim zweiten Mal wird es Tradition, sagst du, zum Ende von unserem Wiki Woman's Day quasi trinken. Nee, eigentlich trinken wir den. Eigentlich trinken wir den immer. Eigentlich trinken wir den immer, wenn es was zu feiern gibt. In diesem Fall vielen Dank an SFB Mors, der uns nämlich diesen hier zur Verfügung gestellt hat. Original aus Brandenburg. Prost. Ganz wichtiges Detail, Schokobecher. Schokobecher. Okay. Eierbecher. Wie war das denn im Mai? Der Mai. Der Mai war fast schon wieder normal für uns alle, richtig? Ja, wir haben wieder ganz normale Artikel geschrieben, oder? Ja, ich habe im März ja noch eine ganze Menge Virologinnen-Artikel geschrieben. Das fand ich noch ganz spannend. Da sind wir wieder bei Frauen. Das fand ich übrigens ganz spannend, wie sehr die leben im Laufe des Jahres. Also einige dieser Artikel werden wirklich super weiterverarbeitet und so. Aber der Mai, ich schweife ab. Der Mai ist, ich bin wieder zu Kirchenartikeln übergegangen, zu meinen Kölner Kirchen, wo ich mich öfter mal aufhalte und was ich mir schon länger vorgenommen hatte. Es gibt noch viele, viele Kirchen in Köln, die nicht geschrieben sind oder wo keine Artikel geschrieben sind. Und im Mai konnten wir eine ganz gute Schlagzahl an den Tag legen und haben einiges an modernen Kirchen fotografiert und auch Artikel darüber geschrieben. Das war so meine Normalität, meine neue Normalität in Wikipedia. Ja, ich war wieder bei meinen Nagetieren. Ne? Ich Hörnchen? Kammratten. Kammratten in Südamerika. Sind die süß oder eklig? Es sind so ein bisschen hamsterähnlich. Ne? Okay. Also leben unter der Erde und buddeln sich da ein. Gibt Hamster. Irgendwie 80 Arten, sehen alle gleich aus. Hamster ist okay für Wikipedia. Also nichts Schlimmes. Ein bisschen größer vielleicht als so ein normaler Hamster, den man zu Hause hat. Aber das ist im Prinzip Nagetiere. Also ich habe mein Nagetierprojekt weitergemacht. War tatsächlich in diesem Jahr auch das einzige zoologische Projekt, an dem ich ein bisschen was gemacht habe. Irgendwann hat sich's wieder verändert. Und ich habe Edgar Wallace Kurzfilme aus den 40ern, glaube ich, angelegt. Ganz schlechte Filme. Schlechte Filme oder schlechte Artikel? Schlechte Filme. Also okay. Die waren alle, nee, die Artikel sind auch nicht der das Beste, aber die Filme waren alle super schlecht besprochen. Müssen halt so Low-Budget-Geschichten gewesen sein. Es macht doch Spaß, dann Artikel darüber zu schreiben, oder? Ja, total. das kann man so runterreißen und runterreißen war tatsächlich zu der Zeit ziemlich angesagt bei mir. Ja, man reißt einen nach dem. Was war denn mit Unboxing? Ja, Unboxing haben wir in der Social Distancing Edition gemacht. Ne? Da gab es so ein paar furchtbare, also wenn ich mir im Nachhinein angucke, wir sahen ganz schrecklich aus, wir waren 8 Wochen nicht mehr im Friseur gewesen, alle miteinander. Bei dir ist egal, ne? 8 Wochen nicht beim Friseur, ist der Standard. Das sah ganz gruselig aus. Also, naja, gut, aber ich weiß noch, wie wir so endlos gesichtet haben einmal. Plötzlich waren 30 Minuten um. Jedenfalls wir standen im Kurier mit Unboxing Wikipedia. Nicola hat freundlicherweise einen Artikel geschrieben,
und den Tipp rausgehauen, dass man sich doch mal Unboxing Wikipedia anschauen sollte. Der Kurier, Wikipedia, Nachrichtenorgan Nummer 1. Ja, und komischerweise werden wir jetzt schon kopiert, ne? Alles Gute wird irgendwann gecovert. Das ist einfach so. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das dann aussehen kann. Ah ja. Ich stehe hier im wunderschönen Wuppertal, einer nicht so schönen Altpapiercontainer. Elli und Achim haben mich gebeten, ein Unboxing zu machen, oder? Naja, wollen wir mal anfangen. Also, ich bin ein Wikipedianer und bin der Atamari. So, dann haben wir mal ein größeres, flacheres Paket. Das weg. Da fällt was raus. Fällt was raus. Und was ist das? Ein Kalender. Ein Kalender, was mein Hauptinteressengebiet in der Wikipedia ist. Ich muss das hier mal öffnen, vorsichtig. Yep. Gambia, ein westafrikanischer Staat. Jo, schön bunt. Oh, schöne Palmen. Ja, Weltkulturerbe. Steinkreise. Ja. Schimpansen. Wieder schön bunt. Szene am Strand. Fischerboote, Pirogen. Wieder eine Szene am Wasser. Ja. Beach. Ja, schöner Wald. Und Ende. Jetzt nehme ich mir mal das große Paket hier vor. Es sind ein paar Rollen Klopapier und da steht das, was 2020 gebracht hatte. Ja, die Wertpapiere sind gestiegen. Sehr stark gestiegen. Das war wohl nichts mit 2020. Aber was bringt 2021? Da packe ich das hier mal aus. Vorsichtig. Vorsichtig und... Kann man es sehen? Ja, bestimmt. So, vorsichtig. Was 2021 bringt, das muss ich erstmal hier gucken, in dieser Glaskugel. Naja, mal schauen. Na klasse. Erst auspacken und dann merken, dass da nichts mehr reinpasst. Das ist ja mal wieder typisch. Hatte wieder keinen Plan gehabt. Ja, danke, Atamari. Sehr inspirierend. Okay, wo sind wir denn? Im Mai. Im Mai nehmen wir. Nee, wir sind schon im Juni. Oh Gott, der Mai ist viel zu schnell heute Abend. Ja, das ist das. Wahrscheinlich sitzt ihr jetzt schon seit 3 Stunden vor der Glotze. Und schaut Tatort. Okay, also wir sind im Juni und im Juni war natürlich inhaltlich eine ganze Menge los. Also zum einen gab es ja bereits im März gab es einen Schreibwettbewerb und es gab auch wieder einen Miniaturenwettbewerb und im Juni haben wir so ein bisschen die Ergebnisse mal entkoppelt und haben verkündet, wer hat denn den überhaupt gewonnen. Genau, der Miniaturenwettbewerb ist ja so der kleine Bruder vom Schreibwettbewerb, den hast du wahrscheinlich auch irgendwie mal erfunden. Ja, oder? Wahrscheinlich. Ja, irgendwann. Wahrscheinlich, ja, genau. Naja, im Prinzip der große Unterschied ist, der Miniaturenwettbewerb hat keine Jury. Es geht um relativ kurze Artikel und
Es gibt eine Abstimmung und die Artikel, die den Leuten am besten gefallen, die kriegen die meisten Stimmen, die gewinnen am Ende. Das ist ein Schönheitswettbewerb. Das ist im Prinzip ein Publikumswettbewerb. Ein Publikumswettbewerb. Dazu, ja. Wer hat gewonnen? Und gewonnen hat der Blick vom Rathausturm nach Süden von dem Benutzer Redropsche. Das ist ein Foto, ein Schwarz-Weiß-Foto. Ja, ich glaube, das kenne ich. Das ist ein ganz berühmtes. Ziemlich bekannt, ja. Nach der Bombardierung von Dresden aufgenommen, über die kaputte Stadt quasi ein Foto. Und das zweite ging auch quasi in den Osten. Da ging es nämlich um Mitropa-Geschirr. Von? Von Geolina in diesem Fall. Also da waren tatsächlich beides sehr lesenswerte Artikel. Da sollte man auf jeden Fall noch mal reinschauen. Und zur Teilnahme am Miniaturwettbewerb kann ich wirklich nur empfehlen. Kann ich wirklich nur aufrufen. Das ist eine richtig schicke Sache, macht Spaß. Man kann sich ein paar hübsche Themen aussuchen und kriegt viel Lob zurück, sage ich mal. Man arbeitet wieder ein bisschen zusammen und so. Aber Wikipedia, es ist ja nicht nur Wikipedia in dem ganzen Wikimedia-Universum. Es gibt ja noch ein paar andere Projekte. Von Commons haben wir ja schon gehört. Aber ein weniger im Rampenlicht stehendes Projekt ist zum Beispiel Wikisource. Wikisource, Source wie Quellen, sammelt tatsächlich Quellentexte, gemeinfreie Quellentexte. Und da geht es darum, dass halt gescannte Texte dann auch tatsächlich transkribiert werden in richtigen Text. Und zwar nicht nur einfach abgescannt und automatisch übertragen, sondern dann wirklich Korrektur gelesen, zweimal Korrektur gelesen mit einem sehr hohen Qualitätsniveau. Und dementsprechend sind Projekte, die sich um größere Dinge drehen, dann öfter schon mal auch sehr langfristig angelegt. Und da gab es ein echtes Highlight im Juni, nämlich die Allgemeine Deutsche Biografie, eine alte Enzyklopädie, eine alte Personenbiografie, ein altes Personenlexikon, was immer noch eine große Bedeutung hat, ist fertig geworden. Und dazu wurde sehr herzlich gratuliert. Und das Projekt fing tatsächlich auch schon 2003, 2004 an oder wow. So. Also es ist tatsächlich ein sehr langwieriges Projekt gewesen. Eins der ersten, die in Wikisource gestartet wurden und sieht man mal, wurde jetzt Ärger, quasi alles. Man muss sich große Dinge vornehmen, aber irgendwann sind sie fertig. Also ungefähr genauso lange haben wir übrigens bei den Biologen gebraucht, um jetzt den 50.000. Artikel abzuliefern. Das war nämlich auch im Juni. Und in dem Fall war es eine Motte, fragt mich jetzt nicht. Den 50.000. Lebewesenartikel. Lebewesenartikel, ja. Also alles an Pflanzen, Bakterien, Tieren, Pilzen, was auch immer da zusammenkommt. 50.000 klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber auch dafür haben wir tatsächlich die gesamte Lebensdauer der Wikipedia bis jetzt gebraucht. Also das sollte man vielleicht dann im Hinterkopf behalten. Okay, wobei das ist auch nur ein Bruchteil von den Lebewesen, die es tatsächlich gibt. Natürlich. Der Qualitätsstandard ist tatsächlich relativ hoch bei den Lebewesenartikeln. Das heißt, wir haben relativ hohe Durchschnittslängen von den Artikeln. Es gibt relativ hohe Anforderungen daran, wie wir uns den vorstellen. Und das dauert entsprechend. Also es gibt dort kaum jemanden, der wirklich so kürzest Artikel, also sogenannte Stubs, abliefert. Apropos Inhalte, es gibt einen kleinen Einblick jetzt in ein typisches oder vielleicht nicht ganz so typisches, doch ich glaube schon relativ typisches Wikipedia-Leben. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin die Caro oder auf Wikipedia Caro Fratyskland. Caro Fratyskland, das ist norwegisch und heißt Caro aus Deutschland. Und das ist auch keine Lüge, ich komme tatsächlich aus Deutschland. Mein Dialekt / Akzent wird vermutlich verraten, dass ich aus Bayern komme. Und tatsächlich sitze ich auch hier zu Hause in Bayern vor meiner Wand, weil die immerhin aufgeräumt ist im Gegensatz zum Rest. Wer mich aus der Wikipedia nicht kennt oder nicht so gut kennt, ich bin, wie mein Benutzername andeutet, vor allem im Bereich Norwegen tätig. Dort vor allem Politiker und ja auch ein bisschen so Kultur und Geografie. Aber bevorzugt Politik, denn norwegische Politik ist einfach super. 2020 war jetzt mein zweites Jahr in der Wikipedia. Offiziell mein drittes, aber im ersten Jahr habe ich genau einen Edit gemacht. Deshalb ist jetzt in dem Jahr auch ziemlich viel passiert in meinem Fall.
total rausstehen tut da von außen vermutlich die Wiki-Eule für die Newcomer und die Admin-Wahl. Aber es waren auch andere Sachen, wie zum Beispiel die 100 Wiki-Days, die habe ich Mitte Juni beendet. Und worauf ich auch relativ, ja, nicht mehr unbedingt stolz war, aber wo ich mir dann gedacht habe, okay, das war jetzt auch nicht geplant, ist, als ich die 169 Stortings Abgeordneten, also vom norwegischen Parlament, die Abgeordneten fertig hatte, alle mit einer Biografie versehen, weil ich, keine Ahnung, ein Jahr davor noch irgendwie mir dachte, ich werde nie es schaffen, alle norwegischen Minister zu schreiben. Und so ein Kabinett ist ja doch dann um einiges kleiner als ein Parlament. Und ja, es waren noch andere Sachen, zum Beispiel auch die Regionalreform direkt am Anfang des Jahres, als die dann in den Artikeln war. Das war eher nervig, aber das war dann auch so ein kleines Highlight, als es dann endlich vorbei war. 2021, was habe ich da so geplant? Also direkt planen tue ich ja nicht, bin relativ spontan da immer. Aber was ganz sicher kommen wird, ist die Parlamentswahl im September. Und nach aktuellen Umfragewerten wird das auch ziemlich viel Arbeit, weil eventuell zwei neue Parteien ins Parlament einziehen, könnte eine neue Regierung geben und dann muss man immer viel schreiben. Und ja, sonst noch Gemeindeartikel ausbauen, das ist so mein aktuelles Ziel. Es sind halt relativ viele Gemeinden und viele, die noch ausgebaut werden müssen. Mal schauen, wie weit ich da komme. Also fertig werde ich sicher nicht. Da müsste ich jeden Tag eine Gemeinde schreiben wahrscheinlich. Und ja, sonst lasse ich mich überraschen. Spontan ist gut. Grüße gehen raus. Frohes Neues. Und glücklich bleiben. Ja, ich muss immer noch an Caro denken, wie sie erzählt hat, dass sie die 100 Wikidays gemacht hat. Was ist das? 100 Wikidays heißt, ich schreibe jeden Tag, 100 Tage hintereinander, einen Artikel. Und zwar wirklich jeden Tag beginnend, nicht vorbereitet. Nicht vorbereitet? Oh mein Gott. Jeden Tag quasi einen neuen Artikel starten, der am Ende des Tages beendet und eingestellt sein muss. Das ist eine Aktion, die hat allerdings jetzt während der Zeit nicht nur die Caro gemacht, sondern da gab es noch ein paar andere, die quasi den Lockdown und die Zeit danach ein bisschen benutzt haben dafür. Der Markus zum Beispiel, Markus Zyron, der ist bis jetzt dran, der hat einfach weitergemacht. Der war im Juli war der schon fertig. Seine 100 Days abgeschlossen und hat dann einfach weitergemacht bis jetzt. Jetzt schreibt er immer noch. Erinnert mich ein bisschen an Forrest Gump, ne? Der ist auch immer weitergelaufen. Ist halt so, es gibt da tatsächlich auch etliche in Indien zum Beispiel, die das seit 3 Jahren machen, jeden Tag. Oh mein Gott. Ich habe tatsächlich auch noch mal so eine 100 Wikidays abgeschlossen. Das waren meine zweiten, die ich dann auch geschafft habe. Das waren unter anderem die Kameraden, die ich gerade erwähnt habe, die liefen da rein. Und der Benutzer Funke, der hat sich vor allen Dingen um afrikanische Länder, um Afrika gekümmert und hat dort auch... Und JPF, ne? JPF auch, stimmt. Genau. Zu Osttimor natürlich auch noch. Genau. Also es waren etliche, die diese 100 Wikidays im Juli und in den Monaten davor gemacht haben und im Juli abgeschlossen haben, im Sommer. Es war Sommer. Es war Sommer. Eigentlich ist Festivalsommer, oder? Eigentlich ist Festivalsommer. Ne? Wir kommen ja gleich noch zu unserem Urlaub. Und eigentlich, ich hatte sogar Wackenkarten. Ne? Ich hatte dieses Jahr Wackenkarten. Aber was ist beim Festivals passiert dieses Jahr? Alle Festivals wurden abgesagt. Aber nicht alle, oder? Es gab ein paar Alternativen. Also Festivalsommer ist ja normal so eine Aktion, da schicken wir Fotografen zu Festivals. Diese Fotografen hatten dieses Jahr eigentlich nichts zu tun, bis auf einen. Der ist tatsächlich losgelaufen und hat Autofestivals fotografiert. Also da gab es eine ganze Menge. Ich habe mir die Kommenskategorie angeschaut. Und das war doch mehr, als ich dachte. Es gab dieses Castival, hieß es, glaube ich, irgendwo im Rhein-Main-Gebiet, wo tatsächlich Bühnen aufgebaut wurden und dann wie in einem Autokino die Autos davor standen. Und dort war dieser Fotograf unterwegs, das ist der Sven Mandl, und hat uns auch dieses Jahr eine Commons-Kategorie für den Festivalsommer spendiert. Das schauen wir uns jetzt mal an. We'll be right back.
Ja, was war noch? Was war noch im Juli? Der Schreibwettbewerb vom März. Vom März. Vom März. Mittlerweile hat auch der Schreibwettbewerb sein Ende gefunden. Das heißt, die Jury war natürlich etwas verhindert, konnte sich nicht treffen. Und dadurch sind die Ergebnisse ein wenig nach hinten gewandert, sprich in den Juli. Und die wurden in dem Monat verkündet. Wer hat denn gewonnen? Oh Gott, gewonnen hat Masada. Masada, eine archäologische Stätte in Israel. In Israel, genau. Von Katif. Katif. K-T-I-V. K-T-I-V, niemand weiß, wie man diese Userin oder diesen User ausspricht. Der oder die hat auch noch den vierten Platz geschafft mit dem Deuteronomium. So viel zum Thema typisches Wikipedia-Leben. Der zweite Platz ging an Tetraethylblei. Ist das der Benutzer oder ist das Nein, der Artikel? Das ist der Artikel. Und zwar ein chemischer Artikel. Und das war dieses Bleizeug, was früher immer zu Benzin beigemischt wurde. Also verbleites Benzin. Bleifrei, genau, was dann bleifrei? Verbleites Benzin, Tetraethylblei. Und merkt, ich habe die Artikel nicht gelesen. Ich habe die Artikel gelesen, weil ich habe den dritten Platz gemacht. Du schon wieder. Ja, nein, ich war tatsächlich noch nie so weit vorne in einem Schreibwettbewerb seit 30 Nummern. Und ich habe den dritten Platz gemacht mit einer Überarbeitung des Kleinschwertwahls. Oh, ja, der ist nicht süß, Schwert, aber... Ja, wir sind mitten im Jahr und haben wahrscheinlich schon wieder 1000 Fachbegriffe benutzt, die wir nicht erklärt haben, wie wir das normalerweise versuchen in Unboxing Wikipedia. Wir haben da aber so einen Experten, ne? Wir haben da aber so einen Experten, der hat da was für euch. Wir leiten mal weiter an Siko. Liebe Leute, schönen Gruß aus den Niederlanden. Ich bin Siko van Dijk und Elja und Achim von Unboxing Wikipedia haben mich darauf angesprochen, ob ich nicht erzählen möchte, was ich 2020 gemacht habe und was ich im nächsten Jahr noch vorhabe. Ja, und dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Denn 2020 war ein besonderes Jahr für mich. Ich konnte ein langfristiges Projekt abschließen und das Ergebnis ist dann 2021 da, sowohl gedruckt als auch digital. Im Jahr 2003 hat mich ein Arbeitskollege darauf angesprochen, da gibt es so eine neue Website, die Wikipedia, und das sei doch ganz interessant, da soll ich mal hineinschauen. Ja, und offensichtlich bin ich hängen geblieben. Ich habe viele Bilder hochgeladen, ich habe Artikel geschrieben, sehr viel zur deutschen Geschichte. Ja, und auch zu den Niederlanden. Ich habe tatsächlich einen YouTube-Kanal über Deutschland und die Niederlande. Ich habe auch andere Wikis kennengelernt und ich habe auch eines mitgegründet, und zwar das Klexikon. Das ist eine Wiki-Enzyklopädie für Kinder, und 2020 haben wir nun den 3000. Artikel geschrieben, und das heißt, wenn ein Kind etwas ins Suchfeld eintippt, dann wird es normalerweise auch fündig zu Hunde, Vulkane, Blutkreislauf und ja eben auch Coronavirus. Vor etwa 10 Jahren habe ich ein Lehrbuch über die Wikipedia geschrieben und noch heute kriege ich Reaktionen von Leuten, denen das Buch tatsächlich geholfen hat, bei ihrem ersten Artikel. Und damals hat ja auch das Referentennetzwerk von Wikimedia Deutschland begonnen. Da sind wir in Schulen gegangen und andere Bildungseinrichtungen und haben die Wikipedia erklärt. Hinterher habe ich dann an Universitäten Lehraufträge gehabt. Ja, das Echo war da immer sehr groß und positiv, man hatte viel Interesse und das war auch alles wunderbar, aber ich hatte dann doch irgendwann das Gefühl, dass mir das geistige Rüstzeug eigentlich noch fehlt. Und in Gesprächen mit anderen, mit Wikipedianern, mit Forschern, auch mit Lehrkräften hatte ich doch den Eindruck, dass ich da nicht der Einzige war und dass eine passende Einführung sinnvoll sein könnte. Ja, und diese Einführung habe ich dann geschrieben. Das heißt, im Oktober jetzt konnte ich einem Verlag mein Manuskript überreichen und das Werk wird erscheinen Ende Februar 2021. Der Titel ist Wikis und die Wikipedia verstehen, eine Einführung. Na, und wenn ihr euch für Wikis interessiert oder wenn ihr jemanden kennt, der sich dafür interessiert, wenn ihr Menschen kennt, die Wikis fördern wollen oder unterrichten wollen, den Umgang damit, die ein Wiki erforschen wollen oder vielleicht ein Wiki auch gründen wollen, möglicherweise ist das dann ein interessanter Link. Ja, und um die Wikipedia und andere Wikis wirklich zu verstehen, ja, dafür braucht man dann schon einen sehr langen Atem. Also Elja und Achim und die anderen, die wissen das natürlich auch. Und ich hoffe, dass mein Buch zumindest ein kleiner Beitrag sein kann. Soweit also von mir. Ich hoffe, dass ihr gesund seid oder gesund werdet und sage alles Gute.
Ja, danke, Siko. Ich weiß übrigens, was unter der orangen Mütze ist, die da an der Wand hing. Ich sag's aber nicht. Ich spekuliere mal, aber ich sag auch nichts. Aber Oranje ist gut. Ne? Ich glaub, in der Art, wie Siko diese Zeit genutzt hat, da gab es noch ein paar andere, oder? Da gab es noch ein paar andere, richtig, so ist das. Da war einmal Pavel Richter, wo wir schon mal bei Buchwerbung sind. Dann machen wir das eben durch. Vielleicht habt ihr noch Lust, das eine oder andere Buch zu bestellen. Pavel Richter, ehemaliger Wikimedia Deutschland Geschäftsführer, hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Wikipedia Story, Biografie eines Weltwunders. Ist im November 2020 erschienen. Wir packen das aber jetzt hier in den Buchwerbeslot. Ja, das ist eine Geschichte der Wikipedia. Ich glaube, der Name sagt alles. Genau. Um das einfach mal abzurunden, passt das natürlich sehr schön in 20 Jahre Wikipedia. Richtig. Und ich habe hier noch ein anderes mitgebracht. Das ist jetzt nicht von einem Wikipedianer geschrieben. Das nennt sich Der Alleswisser von Peter Grünlich. Und dieser Peter Grünlich hat sich vorgenommen, die Wikipedia durchzulesen. Ich meine, ja, er hat irgendwann kalkuliert, dass er dafür 400 Jahre bräuchte, wenn er das wirklich tun würde. Wir als Wikipedianer wissen natürlich, das geht viel, viel schneller. Wir haben die ja schon alle durch. Es ist ein sehr nettes Buch, vor allen Dingen für die Leute, die so ab und zu mal so ein bisschen Anekdoten lesen wollen. Das sind nämlich Zusammenstellungen von möglichst kuriosen Artikeln, Listen und Ähnliches aus der Wikipedia. Davon haben wir Hunderte, Tausende. Und er stellt hier etliche zusammen, die ihm aufgefallen sind. So quasi ein Rundlauf durch das Kuriositätenkabinett der Wikipedia. Auf jeden Fall eine amüsante Geschichte. Liest sich auch echt ganz, ganz... Perfekte Klolektüre. Hätte ich jetzt auch gesagt. Perfekte Klolektüre. Und auch für Wikipedianer tatsächlich, um mal wieder in diese Artikel reinzukommen und ein bisschen Spaß damit zu haben. Alles klar. Dann sind wir mit dem Juli durch. Hochsommer, Hochsommer in Wikipedia, Hochsommer da draußen. August. August. Urlaubszeit, das heißt Schulferien. Schulferien, viel Zeit. Alle nach draußen. Ich hatte gerade schon erwähnt, normalerweise traditionell die erste Augustwoche ist Wacken Open Air. Ich stand irgendwo nahe der Ostseeküste und hatte ganz normalen Urlaub mit der Familie. Auch doch mal was, ne? Das war super nett, ich hatte viel Zeit zum Schreiben. Man konnte froh sein, wenn man es geschafft hat, noch einen vernünftigen Urlaub zu machen dieses Jahr. Da sind wir schon fast privilegiert. Ja, sind alle raus, ne? Aber gleichzeitig konnten wir auch wieder rein. Wir konnten auch wieder rein, denn das Lokal K, wo wir hier drin stehen, man erkennt es kaum, durfte wieder aufmachen. Wir durften wieder öffnen mit strengen Auflagen. Wir saßen hier mit Mundschutz verteilt im Raum mit einem strengen Hygienekonzept. Maximal 10 Leute, tatsächlich mit guten Abständen. Wir haben Desinfektionsmittel regelmäßig hier. Das heißt, das war tatsächlich, wir konnten mal aufmachen. Wir konnten mal wieder uns angucken. Es ist nicht dasselbe gewesen. Ne? Nein, definitiv nicht. Das war was ganz anderes. Und gleichzeitig hat tatsächlich auch ein neuer Community-Stützpunkt aufgemacht. Genau, wir wollen jetzt hier nicht rumjammern, sondern wir wollen gratulieren, nämlich des Fürther. Das Fürth-Wiki, die Community rund um das Fürth-Wiki, die auch in der Wikipedia aktiv ist, hat einen neuen Community-Stützpunkt aufgemacht in Fürth. Wer hätte das gedacht? herzlichen Glückwunsch, das jüngste Mitglied in der Familie der lokalen Stützpunkte rund um Wikipedia und Wikimedia. Sehr schön. Sehr schön, ja. Wunderbar. Wunderbar. Was war sonst im August? Das war, glaube ich, schon der August. Du bist irgendwo durch Frankreich gedackelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Richtung Ende des Monats sind wir nach Frankreich gefahren. Ich habe angefangen, über solche Sachen zu schreiben wie immer wieder sonntags. Die Schlagerrallye. Ich habe auf Wunsch einen Artikel geschrieben zu Die Glocken von Rom. Wir sagen jetzt nicht, von wem dieser Wunsch kam. Ich habe auch Tabaluga und das leuchtende Schweigen angelegt, ein Album von Peter Maffay. Ich habe angefangen, tatsächlich mich fast nur noch mit musikalischen Themen auseinanderzusetzen. Und du hast uns natürlich wieder alle mega damit angesteckt. Also aber dann reden wir im nächsten Monat ein bisschen. Da reden wir im nächsten Mal drüber. Ich bin, aber jemand, der immer sehr gerne mitsingt, den kenne ich, der fotografiert hier normalerweise an der Fotostation. Dem wird natürlich auch in Corona-Zeiten nie langweilig. Das erzählt er euch aber lieber selber. Ja, hallo, ich bin der Raimund. In der Wikipedia kennt man mich als Raymond. Bin Wikipedianer, ja, nicht ganz der ersten Stunde, aber doch schon seit 2013 dabei.
Hier heute bin ich im Kölnischen Stadtmuseum, das leider geschlossen hat, weil eben Corona und so. Leider das zweite Mal, dass eine Ausstellung nicht geöffnet konnte. Deswegen seht ihr jetzt auch nur mich und nicht die Ausstellung. Ja, was waren die Highlights für mich in diesem Jahr? Unter anderem die Drohnenflugerlaubnis, die ich vom Stadtmuseum bekommen habe, um über das Stadtmuseum, aber insbesondere auch die Kölner wissen es, es gibt einen goldenen Vogel, der auf dem Stadtmuseum-Turm thront. Ein nicht ganz unumstrittenes Objekt hier in Köln. Lest den Artikel dazu, ist ganz spannend. Und wie gesagt, ich habe die Erlaubnis bekommen, hier zu fliegen. Ist gar nicht ganz so trivial gewesen. Mehrere Behörden waren beteiligt. Aber das für mich das größte Highlight eben, dass der Künstler H.A. Schuld die Genehmigung erteilt hat, dass die Fotos dann auch unter einer freien Lizenz auf Wikipedia bzw. Wikimedia Commons veröffentlicht werden dürfen. Ja, das haben wir im Sommer gemacht. Ansonsten, ja, Corona ist natürlich blöd für uns alle, aber für mich war es als Fotograf auch wieder eine Herausforderung, die Umstände, die Stadt zu dokumentieren, ein menschenleerer Flughafen Köln-Bonn, ziemlich geistig, wenn man da alleine durchläuft und, ja, und andere Sachen hier in Köln, das sind dann schon Highlights. Also man muss aus dem Schlechten einfach das Positive rausziehen. Ich glaube, ich habe sie die meiste Zeit ganz gut hinbekommen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass das 2021 heiterer wird, zumindest die Aussichten heiterer. Tschüss. Ja, ich muss auch im September nochmal auf die Schlagerrallye zurückkommen, denn damit hat er uns mal wieder richtig, richtig angefixt. Ach komm, das hat euch allen Spaß gemacht. Mega, ja klar. Ich fand's so herrlich. Also vor allen Dingen bist du auch mit einem sehr hohen Ernst plötzlich da rangegangen. Du hast da plötzlich Sachen rausgekloppt. Ja, ich habe halt überhaupt keine Ahnung von Musik, aber ich kann Texte. So, also habe ich mir die Texte vorgenommen. Ich habe mir Udo Jürgens vorgenommen, Lieb Vaterland. Ich habe mir andere Udo Jürgens Sachen vorgenommen, für die er halt abgewatscht wurde zum Teil. Und da gibt es ja richtig viel Rezeption. Das ist herrlich. Der kommt in der Literatur vor. Ich habe so einen Stapel Schlagerbücher. Nicht neue, also so 1 Euro Sachen aus dem Antiquariat, aber die Schlager der 70er, 60er, 70er, 80er. Ja, und dann gab es immer Leute, die mir mit der Musik ausgeholfen haben. Super, Bass, vielen Dank dafür. Ich glaube, der hat es tatsächlich zu Hause auf der Orgel nachgespielt, um irgendwelche Notenfolgen und Sprünge und Ähnliches nachzuvollziehen. Ja, genau. Da bin ich ja echt raus. Da bin ich auch raus. Also ich kann das, also ist auch eher peinlich bei mir. Aber ich mag ja diese Schlagertexte. Ne? Ob die nun sehr ernsthaft sind oder banal. Also wir hatten ja auch von dem Hans Harz, die weißen Tauben sind müde. Das war ein Vorschlag, den ich eingebracht habe. Oh mein Gott, ja genau. Das war wunderbar. Also vielleicht für die Kinder der 80er interessant. Und tatsächlich hatten wir da auch eine Rückmeldung. Es ging um Friedensbewegung, genau. Wir hatten eine Rückmeldung, was denn mit so einem banalen Schlager, warum wir denn über so eine Banalität schreiben würden. Da könnte man doch gleich über den Graf von Luxemburg schreiben. Was wir dann ja auch gemacht haben. Was wir dann sofort gemacht haben. Und es war echt. War ein absolutes, ja, es war so schön albern. Da komme ich auf meinen Lieblingsspruch von diesem Jahr, albern sein und ernstes tun von Sascha Stanicic, der ein echtes Vergnügen ist, dem ein echtes Vergnügen ist, auf Twitter zu folgen, hat nichts mit Wikipedia zu tun, aber lustig. Albern sein und ernstes tun, genau. Und seitdem haben wir alle Opa Dong im Kopf. Opa Dong. Opa Dong. Ihr könnt es nur verstehen, wenn ihr den Artikel lest oder euch das Zeug auf YouTube anhört. Genau. Muss man nicht mögen, aber es ist auf jeden Fall herrlich albern. Na, ansonsten ist der September tatsächlich so ein Wettbewerbsmonat wieder. Ist der Wettbewerb. Es ist wieder Miniaturenwettbewerb, es ist wieder Schreibwettbewerb und Wiki Loves Monuments. Der Fotowettbewerb rund um Denkmäler vor deiner Haustür. Perfekt für Leute, die zu Hause bleiben wollen oder müssen. Wir haben da so einen, ne? Als Gast. Wir haben da so einen als Gast, der hat da mitgemacht und hört euch selber an, was er sagt. Hallo und willkommen hier in meinem wikipedianischen Homeoffice, zu Hause in meiner Wohnung in Kiel. Mein Name ist Matthias Süßen, ich bin seit mehr als 15 Jahren aktiver Wikipedianer. Hauptsächlich schreibe ich Artikel zu allem, was irgendwie mit Ostfriesland zu tun hat, am liebsten zu Kultur und Geschichte der Region. Hinter mir seht ihr die Basis meiner Wikipedia-Arbeit, meine Literatur. Meine Bibliothek, sie ist vollgestopft mit allem, was man nur so zu ostfriesischen Themen kaufen kann auf dem Markt.
Daneben fotografiere ich auch ganz gerne für Wikipedia. Insofern war es für mich ein ganz großes Highlight in diesem Jahr, den dritten Platz bei Wikidata's Monuments belegt zu haben. Ich freue mich, dass meine Fotos auch andere Menschen begeistern. Für das kommende Jahr habe ich mir so zwei Sachen vorgenommen. Zum einen möchte ich mich mal wieder verstärkt um die ungeliebte Aktualisierung von Wikipedia-Artikeln kümmern. Ich denke, da ist einiges zu machen im Bereich Ostfriesland, woanders natürlich auch, aber das ist eben so mein Hauptbereich. Zum anderen werde ich im kommenden Jahr verstärkt Biografien von Frauen in die Wikipedia reinschreiben. Dass Frauen in der Literatur völlig unterrepräsentiert sind, ist ein Problem, das wir in der Wikipedia nicht lösen können. Was wir aber wohl schaffen können, ist, dass wir wenigstens die Frauen, die in der Literatur, in der Fachliteratur irgendwo auftauchen, mit ihren biografischen Daten, dass wir ihnen einen Platz in der Wikipedia einräumen und dafür sorgen, dass sie vernünftige Artikel bekommen. Darum möchte ich mich kümmern und ich bin froh, dass da in der Wikipedia derzeit ja einiges passiert. Und damit zurück ins Studio. Ja, Oktober ist echt ein Hammermonat gewesen in 2020 in Wikipedia. Vor allen Dingen gibt es da lauter Auszeichnungen. Ne? Auszeichnungen, Geschenke, Gewinner. Preise, Gewinner, Gewinnerinnen. Also Gewinner hatten wir ja gerade schon erwähnt. Ne? Wikidata's Monuments, die Auszeichnungen kommen im Oktober raus. Schreibwettbewerb zähle ich diesmal nicht auf, wer da alles gewonnen hat. Miniaturenwettbewerb wird ausgewertet. Schon wieder Miniaturenwettbewerb. Es sind zweimal im Jahr, das ist halt der Punkt. Wunderbare Artikel, schaut einfach nochmal nach. Ich war tatsächlich in diesem Jahr mit in der Jury vom Schreibwettbewerb. Das heißt, wir hatten auch eine Online-Jury Oktober-Schreibwettbewerb. Wunderbar konstruktiv und ohne Zeitverzögerung in diesem Fall, weil wir hatten den Vorteil, wir wussten es eigentlich vorher schon. Also, ja, während die Frühjahrsjury so ein bisschen völlig für den Kopf geknallt wurde. Durch ja, und dann gibt es natürlich noch, eigentlich findet die Wikicon immer statt, ne? Richtig, die Wikicon, die Konferenz der Wikipedia-Community, das sollte dieses Jahr stattfinden in Görlitz. In Görlitz. Wenn ich das richtig habe, genau. Vielleicht wird es ja nochmal was in Görlitz, wir wissen es nicht so ganz genau, aber die Chancen stehen gut. Jedenfalls 2020 konnten wir die Wikicon abmalen. Was aber zur Wikicon gehört, ist auch schon Tradition, ist die Eulenverleihung. Wir haben da ja schon mal was drüber gemacht in Unboxing Wikipedia. Und wir haben auch gerade schon mal was über die Eule gehört, bei der Caro. Genau, die Caro hat auch eine gekriegt, genau. Und noch mehr Leute haben es bekommen. Eine wunderschöne kleine Tradition und die Leute freuen sich wirklich drüber. Schaut selbst. Hallo, Ken McFlymig, also Rappunga. Ich bin Kenny McFly, ich bin 21 und grüße euch aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Ich bin drin, denn draußen ist es für gewöhnlich kalt, nass und dunkel zu dieser Jahreszeit. Das Wetter möchte mich anscheinend glauben lassen, ich wäre in Grönland. Und das passt tatsächlich ganz gut, denn ich studiere hier grönländische Sprache und Kultur. Andere schreiben bei Wikipedia über das, was sie studiert haben, und ich studiere das, worüber ich schreibe. Ich habe mich vor 5 Jahren angemeldet und seitdem über 1000 Artikel über grönländische Themen geschrieben. Und das Jahr 2020 hatte dafür eine besondere Überraschung für mich parat. Ich habe nämlich die Regio-Eule erhalten als Auszeichnung für besondere Arbeiten in einem bestimmten geografischen Teilbereich, in dem Fall eben Grönland. Das war mein Highlight des Jahres. Ich habe jetzt viele Artikel zu grönländischen Personen und Orten geschrieben, und andere Themen, aber möchte mich 2021 vor allem den Altlasten widmen, also den Artikeln, die vor meiner Zeit da waren, die ich gern verbessern möchte und mehr in die Tiefe gehen. Ich habe, der Hauptartikel zu Grönland ist qualitativ nicht so gut und auch über die grönländische Geschichte kann man noch ganz viel schreiben und dem möchte ich mich nächstes Jahr gerne widmen. Ich habe auch über meinen Studiengang Zugang zu ganz viel wissenschaftlicher Literatur bekommen, die ich dann bei passender Gelegenheit gerne einbinden möchte. Ich möchte außerdem gerne meine Kontakte nach Grönland verstärken und so mehr Außenwirkung bekommen. Mir scheint, dass die Grönländer sich zum größten Teil nicht wirklich bewusst sind, dass ich diese Artikel über Grönland schreibe. Und das wäre schön, wenn sie davon halt mehr wüssten
Und auf diese Weise könnte ich mir auch vorstellen, mehr Fotos zu erhalten. Davon gibt es nämlich gerade zu Personen absolut viel zu wenig. Und dann wäre es 2021 natürlich auch toll, wenn man sich wieder treffen könnte und auf Konferenzen gehen könnte, um seine lieben Kollegen und Mit-Wikipedianer mal wieder zu sehen, die man seit über einem Jahr nicht mehr gesehen hat. Ja. Ja, die Wiki-Eule. Die Wiki-Eulen-Verleihung fand dieses Jahr dann online statt. Da hat das wunderbare Team rund um die Wiki-Eulen eine tolle Präsentation vorbereitet, die wir euch hier gleich noch verlinken. Zu dieser Eulenverleihung gehört auch traditionell immer ein Gedenken, ein kurzes Gedenken an verstorbene Wikipedianerinnen und Wikipedianer, was nicht ausbleibt, wenn man 20 Jahre zusammenarbeitet. Wir haben uns auch angeschaut, von wem wir uns dieses Jahr verabschieden mussten. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Wikimedia Deutschland. Ne? Wikimedia Deutschland habe ich schon mal gehört. Hast du schon mal gehört, ne? Genau. Ich glaube, die standen tatsächlich jetzt im November auch mal im Mittelpunkt von einer ganz anderen Geschichte, die nichts mit der Community zu tun hat. Richtig, die haben nämlich den Bibliothekspreis erhalten, der verbunden ist mit der sogenannten Karl-Preußger-Medaille. Und der wurde im November verliehen, natürlich online. Nichtsdestotrotz recht feierlich mit Panel und Diskussionen und drum und dran. Was hat Wikimedia mit Bibliotheken zu tun? Ich glaube, es geht so ein bisschen auch darum, dass die Community und dass in der Zusammenarbeit viel passiert mit so Personendaten, Verknüpfungen, hat ein bisschen was mit Wikidata auch zu tun. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht in die Tiefe erklären, aber wir haben uns gefreut und herzlichen Glückwunsch nachträglich. Genau.
Ansonsten zieht sich ja wirklich durch mehrere Monate jetzt das Thema Frauen. Das haben wir ja mehrfach gehabt. Ja, und wenn wir am Ende angekommen sind, fangen wir wieder vorne an. Genau, ne? Also wir haben am Anfang über 100 Wiki-Days für den Internationalen Frauentag geredet. Den haben wir Ende November wieder gestartet, weil wir sind wollen ja wieder 100 Tage. 100 Tage vor dem 8. März. Und wir sind auch nicht die Einzigen, die so ein Projekt gemacht haben. Also da gab es noch ein paar mehr. Im November ist nämlich traditionell kommt ziemlich oft vor. Wir haben viel zu viele Traditionen. Viel Tradition. Ne? Also traditionell ist natürlich im November auch der asiatische Monat angesagt. Und der asiatische Monat, da werden Artikel über Asien geschrieben, wie der Name schon sagt. Ich glaube, auch darüber haben wir hier schon mal was erzählt in Unboxing Wikipedia. Das können wir dann wieder hier irgendwo verlinken. Ich wollte ja nicht so YouTube-mäßig rüberkommen. Mist. Na gut, Es gibt da so ein paar Leute, die da ganz besonders verbunden ganz mit diesem asiatischen Monat sind. Vielleicht nicht in diesem Jahr, aber so insgesamt sich doch sehr stark dort engagieren. Und einer, den wir, glaube ich, in mehreren Videos in den letzten Monaten immer mal wieder angesprochen haben, der sich für einen ganz kleinen Staat am Rande Richtung Ozeanien, Australien beschäftigt. Wenn du das sagst, Jan-Patrick Fischer. Hallo, ich bin der Patrick Fischer. Ich sitze hier in meinem Hobbyraum in der Nähe von München. Ich bin der Hauptautor für das kleine Land Osttimor. Meine Highlights von 2020 waren bestimmt, dass ich seit 15 Jahren jetzt in der Wikipedia mitschreibe und dass ich meinen 3000. Artikel über das Land Osttimor verfasst habe. Daneben gab es eine ganze Menge anderer Artikel. Wenn ihr mal Lust habt zum Stöbern, guckt mal im Portal Osttimor vorbei. Da findet ihr so manches kleines Jubiläum, das euch interessieren könnte. 2021 werden wir wegen Corona wahrscheinlich wieder eine viel Zeit zu Hause verbringen. Ich habe neue Landkarten bekommen, die ich jetzt in die Wikipedia einbinden will. Und dank neuer Informationen kann ich jetzt auch Artikel über ganz kleine Dörfer schreiben in Osttimor. Das heißt, es liegen gut 2000 neue Artikel vor mir. Schönen Gruß nach Köln. Ihr macht einen tollen Podcast. Dankeschön für eure Arbeit. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Macht's gut, Servus, toi toi toi. Was hat denn die Leser eigentlich interessiert im November bei uns? Ja, das ist natürlich das, was die ganze Welt interessiert hat, nämlich die Präsidentschaftswahlen in den USA. Wenn man sich die Abrufzahlen anschaut in der deutschsprachigen Wikipedia im Monat November, dann sieht man übrigens auch schon, wer gewonnen hat. Bei uns liegt nämlich definitiv Joe Biden vorne und Kamala Harris und dann kommt erst Donald Trump. Aber lassen wir das mit der Politik. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen Kultur haben. Wir haben ein paar Mitglieder des Wiki-Eulen-Orchesters, was es auch gibt, gefragt, ob sie uns für diesen Abend etwas beisteuern möchten. Das hat nicht so richtig geklappt. Die sind nämlich relativ anspruchsvoll an sich selber, muss man sagen. Und Online-Konzert ist halt nicht so einfach, wie das immer aussieht. Deswegen, es gab aber ein anderes Highlight im November für die Mitglieder dieses Eulenorchesters. Der Gnome hat uns davon berichtet, dass bei Wikimedia Commons eine Daten- oder eine Musikspende eingegangen ist vom Hessischen Rundfunkorchester, Hessischen Symphonieorchester und vom Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. HR Symphonieorchester heißt die Kategorie, glaube ich. Und daraus haben wir euch ein bisschen was zusammengestellt, zusammen verbunden mit den Gewinner und Gewinnerinnenbilder von Wiki Loves Monuments und Wiki Loves Earth. Ja, viel Spaß damit. Viel Spaß dabei. Thank you.
Ja, das Ende naht. Wir sind im Dezember. War das ein gutes Jahr für Wikipedia? Ich glaube, das ist schwierig, oder? Also ich glaube, viele Leute waren wirklich produktiv, haben die freie Zeit, die entstanden sind, genutzt. Ist ja vielleicht auch irgendwie als selbst zum Selbstschutz oder um sich selbst besser zu fühlen oder um das Gefühl zu haben, was zu machen. Also mir hat es geholfen, muss ich Du sagen. hast deutlich mehr geschrieben als Ich habe sonst. deutlich mehr geschrieben als sonst, weil viele Abendveranstaltungen sind halt ausgefallen und dieses Gefühl, man macht was, obwohl man eigentlich nichts machen kann. Das waren ja nicht nur Abendveranstaltungen. Also viele Leute waren im Homeoffice, hatten andere Gut, aber Arbeitszeiten. im Homeoffice muss ich auch arbeiten, da kann Ja, ich aber keinen ich Artikel war zum schreiben Beispiel dazu. gar nicht mehr auf Dienstreisen dieses Jahr. Das hat bei mir schon eine ganze Menge ausgemacht. Zeit, die frei wurde, aber gleichzeitig hatte ich Homeschooling. Also Ja, dementsprechend. eben. Also ich glaube schon, dass diejenigen von uns, die viel schreiben konnten, halt auch zu den Privilegierten gehörten. Das dürfen wir nicht vergessen. Also definitiv war es ein besonderes Jahr. Wir haben viel Fotomaterial heute gesehen, was wir nur in einem solchen Jahr bekommen können. Und was wieder zeigt, wie wichtig es ist, eben die Dokumentation von dem, was ist und was da draußen ist, zeitnah zu machen und unter freie Lizenzen zu stellen. Also Bilder gibt es unendlich viele auf Handys, überall, aber die verschwinden wieder. Die verschwinden wieder auf irgendwelchen Handys, auf irgendwelchen Festplatten, aber das, was auf Wikimedia Commons ist, das bleibt. Ja, gleichzeitig hat uns Corona wieder eingeholt. Gleichzeitig hat Harter es. Lockdown. Also Ja, hallo Achim. genau, also unsere Plastikscheibe hängt hier nicht umsonst. Und das bedeutet auch Weihnachten im Lockdown. Und Weihnachten ist natürlich nochmal so ein anderes Thema. Es gibt bei uns auch wieder eine Tradition, und die gibt es tatsächlich schon seit Jahren. Und zwar die Weihnachtswünsche. Es gibt tatsächlich eine Seite, wo jeder Wikipedianer Wünsche äußern kann, was er gerne als Weihnachtsgeschenk unterm Christbaum vorfinden Als möchte, Artikel oder als so. Artikel, genau. Das sind sehr häufig Weihnachtslieder, Weihnachtsbücher, Weihnachtsfilme, sehr weihnachtliche Themen. Das können aber auch Spielzeuge, Spiele, sonst irgendwas sein oder einfach Artikel, die man gerne mal hätte zu bestimmten Themen. Und das gibt es, ich glaube, seit 10 Jahren oder so, dass jedes Jahr zu Weihnachten etliche Leute quasi mit einem Artikel von ihrem Wunschzettel erfreut werden. Ja, genau. Tolle Geschenke. Ansonsten freuen wir uns auf das nächste Jahr. Was passiert denn Das da? nächste Jahr wird nämlich auch wieder ein besonderes Jahr, zumindest für Wikipedia, denn es sind 20 Jahre. 20 Jahre, ich glaube es nicht. Ja, wir sind noch nicht seit 20 Jahren dabei, beide Das nicht. ist richtig. Aber tatsächlich feiert die internationale Wikipedia nächstes Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum, direkt am Anfang des Jahres. Kurz darauf dann aber auch die deutschsprachige. Irgendwann im März, ne? Ich vergesse die Termine immer. Auch da gibt es einige Aktionen, die geplant sind. Natürlich online. Da wird viel online passieren, das ist wohl wahr. Genau. Und das bleibt eigentlich eher abzuwarten, was da so alles passiert. Wir werden es begleiten, denke ich mal. Ja. Können wir wieder was zu machen. Dann sind wir dieses Jahr durch. Wir haben noch einen Gast, richtig? Wir haben noch einen Gast, von ganz weit weg und doch irgendwie ganz nah an unseren Herzen. Mein Name ist Frank Schulenburg. Ich bin 2008 nach Kalifornien ausgewandert und ich mache Fotos für Wikipedia. Und ich befinde mich jetzt hier heute im Lassen Volcanic Nationalpark in Nordkalifornien und ich freue mich riesig, dass ich in diesem Video mitwirken darf. Mein persönliches Highlight für das Jahr 2020 war die Tatsache, dass ich ganz viel Zeit draußen verbringen konnte, hier in dieser atemberaubenden Natur. Ich bin kleine Abschnitte des Pacific Crest Trail gewandert und das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Und es war natürlich auch ganz klasse, dass ich nebenbei mir das Thema erarbeiten konnte, indem ich auch den Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia bearbeitet habe. Ja, und was wünsche ich mir für 2021? Für mich persönlich, ich würde gerne weiter gesund bleiben, würde gerne weitere Abenteuer hier in der Natur, an der Westküste der USA verleben und möglichst viele Bilder zu Wikipedia beisteuern, vielleicht von einigen Tierarten, die noch nicht so gut bebildert sind, oder Landschaftsaufnahmen wie hier aus dem Lassen Volcanic Nationalpark. Ja, viele Grüße in die deutschsprachige Wikipedia nochmal. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet.
immer noch aktiv dabei zu sein, obwohl ich jetzt schon so viele Jahre hier in der Ferne lebe. Und jede Interaktion mit euch macht mir riesigen Spaß. Und ich hoffe, dass das noch ganz viele Jahre so bleibt. Tschüss. Da war doch noch was. Wir hatten noch was, ne? Wir haben noch eine musikalische Widmung bekommen. Eine musikalische Widmung. Danke, Gerion. Hört's euch an. Unboxing Wikipedia mit Elja und Achim. Unboxing Wikipedia mit Elja und Achim. Ja, das war's für heute, oder? Wir sind fertig. Prost, die Flasche ist leer. Die Flasche ist leer, wir sind voll. Wir bedanken uns bei allen, die uns Beiträge eingesandt haben, bei allen, die mitgemacht haben, bei allen Zuschauern, die es bis jetzt ausgehalten haben. Und Zuschauerinnen. Das war bestimmt nicht ganz einfach, hier dabei zu bleiben. Ich wollte mich eigentlich nicht mehr entschuldigen oder sowas, aber vielleicht hätte der eine oder die andere noch gerne mitgemacht hier. Jemanden, an den wir nicht gedacht haben, noch einen mit Rampensau gehen dabei. Sorry, nächstes Mal bitte gerne melden, wenn ihr dabei sein wollt. Es gibt mit Sicherheit auch eine ganze Menge toller Projekte und Sachen, die 2020 in Wikipedia passiert sind, die wir nicht erwischt haben oder die wir einfach nicht hier ausbreiten konnten, einfach aus Zeit und sonstigen Gründen. Ja, Asche auf unser Haupt, apropos, dann lass es uns doch noch mal ein bisschen knallen lassen hier. Nicht anfassen. Knallen. Social Distancing. Das wird das Silvesterfeuerwerk 2020, 2021. Oh, ganz ohne Böller. Na komm. Ja, ich habe Angst. Ja, ihr Lieben. Bitteschön. Ich wünsche euch was. Wir wünschen euch was. Mein Gott, ist das peinlich. Ah, das ist super. Super. Macht es gut, ihr Lieben. Kommt gut rein. Ja, vergesst dieses Jahr oder freut euch an dem Schönen in diesem Jahr. Ihr könnt euch auch einfach besaufen und euch freuen, wenn es nächstes Jahr besser wird. Wird's bestimmt. Bis denn. Ciao. Alles Gute für 2021, auf dass das nächste Jahr besser wird als dieses. Euch allen alles Gute für 2021. Alles Gute, bleibt gesund und schöne Grüße aus Wien. Nariupunga, nur nicht dummig, iloatzitzichluatumichlu, okiotakasasuse. Takus. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr gesund seid oder gesund werdet und sage alles Gute. Macht's gut, servus, toi toi toi. Grüße gehen raus, frohes neues und glücklich bleiben. Ja, dann. Kipp's runter. Prost. Kipp's runter. Prost. Scheiße, ist vorbei. Moment. Kameramann ohne Maske.
Ukraine, Russland, woher? Möchtest du jetzt gar nicht wissen. Weg ist es.